Schule solltest du vielleicht nicht gleich zu spät kommen. Ich komme ja schon. Schau, ich habe dir ein Pausenbrot gemacht. Oh. Ja doch, das wird sicher ein super Tag. Ich bin total gespannt. Ja, ich bin mir sicher. Aber es ist schon 7:15. Ich sollte so langsam echt losgehen. Ja, warte, ich würde noch deine Lieblingsjacke. Die ist sicher. Nein, ich habe nämlich hier doch meine neue. Die alte ist doch schon längst aussortiert. Na gut. Und Lukas, mach dir mal nicht einen zu großen Kopf. Ich bin mir ganz sicher, dass du sehr schnell tolle neue Freunde kennenlernen wirst. Bis später. Bis später. Ich wollte euch nur sagen, dass ich mal wieder als Schülersprecherin kandidiere. Und ich wollte euch auch fragen, ob ihr mich wieder wählen könnt. Und dann bedanke ich mich auch schon im Voraus auf die Wiederwahl. Wer sind die anderen? Niemand. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir so nach einer Woche schon die komische Ministerin gekommen. Hi! 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 Oh, es ist so schön, euch alle wiederzusehen. Wir haben uns echt viel zu selten getroffen. Ja, ist so, ich habe das Tanzen mit euch ultra vermisst. Ja, total. Ja, und ich habe die ganzen Ferien dabei, weil man das echt awesome. Ja, stimmt. Ich hatte voll oft Sturmfrei, war so nice. Ja, ich war mit Anne in Italien, Schautner war ultra. Also ich und Mona, wir waren 2 Wochen in Berlin. An meinem Geburtstag waren wir auf dem Anne-Mai-Kartei. Ja, ihren Geburtstag hatte ich echt mega gut durchgeplant. Aber hey, mein Geburtstag steht demnächst auch an und es wird noch viel cooler. Ich werde 16. Ja, ich lade euch alle ein. Ich freue mich schon voll. Ja. Same, wir laden noch ein. Bei dir, komm mal schon bitte auf. Nee, also zu mir nach Hause geht nicht. Und wenn ich alle einlade, werden es um die 40 oder so, aber ich überlege noch. Oh. Leute, ich bin so gespannt, wie dieses Jahr wird. Das ist so cool. Ja, mal schauen, ob sich von den Jungs alles so verändert hat. Und ich hoffe, der Stoff wird nicht zu schwer. Ja. Ich weiß nicht, zum Thema, dem er das erzählt, das Schwierigste. Also, da gibt's auch noch was ich euch erzählen wollte. Und zwar ist ja dieses Jahr wieder das Schulfest. Wegen dem Schulfest. Leute, ich weiß, wer in der nächsten Zeit an einer mega coolen Choreo arbeiten will. Ja. Ich habe so Lust aufs Tanzen. Oh ja. Hey, hast du dir schon überlegt, was du machst? Nee, also irgendwas richtig Cooles. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. Ich will die Rede nicht verpassen. Ja, ich würde sagen, ich auch mal rein. Ja. Kommst du mit? Ja. Kommst du? Entschuldigung? Ja? Wissen Sie, wo das Klassenzimmer der 10a ist? Na sicher weiß ich das. Ach, du bist neu hier? Ja. Ja, willkommen. Ich bin Herr Bleichhammer. Ich bin der Hüter der Schlüssel und Ländereien des Schülergymnasiums. Okay. Aber dann können Sie mir doch selig sagen, was das Klassenzimmer der 10a ist. Ich zeig's dir. Also,
Du musst in den zweiten Stock und dann, hey, ja. Treppe runter! Und dann, wenn du da bist, ist das Zimmer gleich rechts. Okay, zweiter Stock, gleich rechts. Vielen Dank. Alles klar, viel Spaß! Danke. Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen im neuen Schuljahr im Schülergymnasium. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich auch unglaublich, dass wir seit diesem Frühling den Titel Schule für Toleranz tragen. Weil, naja, Toleranz ist eben ganz, ganz wichtig. Integration, Offenheit und so, ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Jedenfalls hoffe ich, dass wir unserem Namen auch dieses Jahr große Ehre machen und schneiden auch mal wieder besser ab im Schulranking mit der besten Gymnasien in Bayern. Also, Neuerungen gibt es natürlich wie jedes Jahr in Sommerferien auch, die ich jetzt verkünden werde. Also, unsere schöne Schule feiert dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum, 150 Jahre eben Bildung auf höchstem Niveau. Daher findet diesen Frühling auch eine Gala zu diesem festlichen Anlass statt. Wir suchen engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich an der Organisation beteiligen, sind alle eingeladen. Das Besondere wird sein, dass von einem Schüler im Rahmen des Festaktes unser berühmtes Gedicht vorgetragen wird. Stellt euch das mal vor, einer von euch wird dieses Gedicht vortragen. Was für eine Chance, vielleicht sogar ein Sprungbrett für eine Karriere. Ja, auf alle Fälle wähle ich dann denjenigen aus. Ich hoffe, es melden sich ganz viele, die sich unsere Schule wird dann auch dadurch im besten Licht auch erstrahlen können. Wir haben auch übrigens, wird dann hoher Besuch kommen. Ja, sehr aufregend, sehr aufregend. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt gehen wir es an. Das Neue klingt, das Alte klappert. Auf gutes Gelingen im neuen Schuljahr. Euer Direktor. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Setzt euch bitte. Also, ich bin wie im letzten Schuljahr euer Klassleiter. Ich hoffe, wir haben ein schönes Jahr miteinander. Und wir fangen einfach mal an mit dem Stundenplan. Ich schreibe ihn fertig an. Dann könnt ihr den schon mal abschreiben. Du bist unser Neuer, gell? Lukas, oder? Ja, genau. Ja, magst du dich kurz mal vorstellen, Lukas, bitte? Ja, klar. Ich bin Lukas, ich bin 15 Jahre alt und ich habe halt Schule gewechselt. Genau. Okay, schau mal hinten, da beim Philipp wäre ein Platz frei. Da kannst du dich hinsetzen. Okay, ja. Bevor wir loslegen, würde ich gerne eine Ansage der SMV machen. Und zwar gibt es natürlich wie immer unser Sommerfest. Und die SMV sammelt für dieses Sommerfest tolle Ideen, Vorschläge, Projekte, was auch immer. Das heißt, wenn jemand von euch eine gute Idee hat, skizziert sie doch, werft sie in den SMV-Briefkasten. Die Viktoria aus der Q12 wird dann alles auswerten und sammeln, unsere Schülersprecherin. Und für besonders gute Beiträge gibt es als Anerkennung entsprechend auch gute mündliche Noten. Wetten, Emilia wirft gleich mindestens 10 Vorschläge rein. Dann kann die ihren Schnitt von 1,1 auf 1,0 verbessern. Ach ja, ich habe nicht umsonst den Rhetorikbewerb gewonnen. Ja, ich habe wenigstens eine Idee, die dem Direktor sicher gefallen wird. Hey Andi, wie schaut's eigentlich bei euch aus? Habt ihr nicht wieder eine neue Erfindung? Roboter, der die Klos putzt oder so? Quatsch, denn das wäre ja sogar sinnvoll. Sehr witzig. Ich weiß auf alle Fälle schon, was wir machen. Wir werden uns eine richtig coole Tanznummer ausdenken. Nehmt ihr wieder die Musik, mit der man sonst die Junkies vom Bahnhof vertreibt? Nicht nur die. Haha. Also ich find's super, Oma. Okay, so, let's start with English. We have a very important topic this school year. Immigration in the USA. So, open your books on page 39, please. Ey, Alter, was war das eigentlich gestern für eine Runde? Ja, Mann. Ja, sorry. Du gleich am Anfang weggesniped. Ja, same. Mittlerweile sind nur noch scheiß Schwitzer im Spiel. Das ist echt so. Lass mal wieder CSGO spielen. Das macht wenigstens noch Spaß. Ja, ja, stimmt schon. Hi. Hi, wie heißt du nochmal? Ich hab vorhin nicht zugehört. Ich bin Lukas. Ah, cool. Hast du Schule gewechselt, oder wie? Ja, genau. Warum? Naja, wir sind halt umgezogen, deswegen. Naja, weil ich scheiße. Ja, wer mag schon Schule? Ja, Schule. Ich meine, es ist egal, wenn man Freunde hat, mit denen man zocken kann.
Ja, gut, dass du sagst, also voll CSGO. Ja, auf jeden Fall. Da muss man wenigstens nicht so reinschwitzen. Ja, wer beißt so nach dem Fußballtraining halt? Ja, ja, kommt dann halt einfach jeder in Discord, wenn er Zeit hat. Genau. Ja, das machen. CSGO. Was zockst du denn? Fortnite? Oder? Nee, also ich zock eigentlich gar nicht. Und was machst du dann so in deiner Freizeit? Naja, ich gehe halt raus mit Freunden und Musik mache ich gerne. Musik? Naja, im Chor war ich lange. Boah, mies cool. Ja, Jungs, lass mal rausgehen. Ich muss euch noch was erzählen. Ja. Geht zu Maria, läuft da was? Ja, wir treffen uns aber in 2. Nicht schlecht. Hi, ich wollte einfach nur so fragen, was ihr macht bei euren Projekten so. Ja, also wir beschäftigen uns mit Programmierungstechnik von autonom fahrenden Fahrzeugen. Hast du schon mal was gemacht in die Richtung? Ja, da habe ich schon mal was gemacht. Voll interessant. Also wir haben es letztes Jahr sogar geschafft, eine Drohne zu programmieren, die per GPS von einem Ort zum anderen fliegt, sozusagen als Prototyp einer Paketdrohne. Wir haben sie mit 4 Ultraschall-Sensoren und Kameras ausgestattet, die ein genaues 3D-Bild der Umgebung erstellen, welches wir dann per GPS-Chip an einen Nvidia Jetson Nano 2 GB Developer-Board angeschlossen haben. Sogar sozusagen ein Raspberry Pi on Steroids. Ah. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Klammer im Programm vergessen und zack, das Ding ist in den neuen Porsche vom Nachbarn gecrashed. Oh, schade um das Auto. Nein, schade um die Arbeit. Naja, jetzt machen wir halt dasselbe am Boden, also auch so autonom in Fahrzeuge, damit es halt nicht nochmal die Karre crasht. Hey Mann, Anni, ich habe eine riesen Idee. Wie wäre es, wenn wir unsere Sponsoren fragen, uns einen LiDAR zu kaufen? Du meinst das Ding, was durch Laserausmessung 3D-Modelle von der Umgebung erstellt? Stell dir mal vor, wir könnten einfach den ersten Platz im Wettbewerb gewinnen, wir könnten fast jedes Problem im Straßenverkehr lösen. Aber das kriegen wir nie bei denen durch, die sind eh schon piss wegen den Reparaturkosten. Da können wir jetzt nicht mit dem Bauteil für 7K ankommen. Fragen kostet ja nichts. In over seven times, under some weary skies, forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. Life off the greets the man, as all this time began. It's normal even now, I think we understand even less somehow. The bottle green of the water in the streets is climbing higher and higher in the feet. Ey, wow, ihr könnt euch hier nicht hinsetzen. Abflug. So rally all of your friends, cause they are free. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. Hey, kann ich das so schreiben? Nee, ich hab anders. Das kannst du never einem Jungen schreiben. Ich denke, du bist richtig lonely. Okay, wenn du meinst. Hey, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir nächstes Wochenende mal wieder was zusammen machen? Das ist ja doch richtig schön, oder? Ja, es soll voll schön werden. Nächstes Wochenende geht doch nicht. Da ist doch meine Party. Bei Vero zu Hause, da wäre Platz. Und dann könnten wir auch die Jungs einladen, so. Michi zum Beispiel und auch Aaron und so. Ja, wir müssen nur schauen, dass meine Eltern nicht da sind, aber ja. Also nächstes Wochenende passt bei mir auch. Wird bestimmt geil mit den Jungs. Ja, also auf alle Fälle möchte ich, dass Michi kommt. Er ist echt süß. Habt ihr euch mal getroffen in den Ferien? Hatte keine Zeit. Ja, was haltet ihr eigentlich von dem Neuen? Der ist doch auch irgendwie interessant, oder? Der ist doch weird. Ja, also ich finde den auch awkward. Weiß jetzt nicht, was an dem interessant sein soll. Schaut euch mal sein Outfit an. Ich glaube, es hat ihm das seine Mutter rausgelegt. Naja. Was ist denn mit dir los? Seit wann stehst du auf so einen? Als deine beste Freundin rate ich dir dringend davon ab. Schau ihn dir doch mal an. Naja, wir kennen ihn doch noch gar nicht richtig. Müssen wir auch nicht? Also, mir willst du mich jetzt zur Party einladen. Oh, ihr werdet so ein süßes Paar, ihr werdet so gut zusammenpassen. Ja, ja, finde ich auch. Ich habe voll die coolen Bilder auf Insta von ihm gesehen. Oha. Sag mal, oh, voll stylisch. Ja, ja. You made the picture.
memories and my a fire with sticks and daddy leaves. Na, mein Junge, auf der Suche nach der richtigen AG? Ja. Du, pass auf, viele Jungs in deinem Alter sind in der Fußballmannschaft unserer Schulbank. Vielleicht wäre das was für dich? Nein, Fußball ist es nicht so meins. Das macht gar nichts. Komm, die Mannschaft und Trainer Meier treffen sich immer um 3 Uhr auf dem Fußballplatz. Was sagst du? Ah, ja? Danke für den Tipp. Ich schau jedenfalls mal. Ja. Alles klar. Sehr gut. Lang, lang, Steven. Komm, mit Gas hinterher dann. Spiel geht's auch nicht sein. Komm, jetzt spiel's mal, der Ball in der Mitte! Hallo? Ich bin Lukas aus der 10A und ich wollte einfach mal fragen, ob ich einfach mal so zuschauen kann. So. Zuschauen? Zuschauen gibt's hier nicht. Du kannst gleich mal mitmachen und dann sehen wir weiter. Okay. Aaron! Komm mal her! Das ist Lukas. Der möchte heute mal mitmachen. Ja, wir kennen das schon. Kannst du Fußball spielen? Naja, ich habe ein bisschen mit meinem. Ey, Claire! Was ist okay, das? Gut. Also, du kannst da gleich ein Leibchen nehmen, dann die Umkleide gehen und Sportsachen anziehen. Und wir im Training tun wir uns immer erst aufwärmen mit Einzelübungen. Und welche Position willst du gerne spielen? Mitte? Okay, im Mittelfeld, dann teile ich dich da am besten ein. Okay, also, wir spielen immer da gegen die CC im Spiel. Und wir müssen halt echt gewinnen. Okay, also 10C, also die da ohne den Leibchen da. Genau, ja. Okay. Und beeil dich, wir starten gleich. Fertig für heute! Alter, sauber! Heftig, krasses Tor! Vielleicht sollten wir dich das nächste Mal gleich einen Sturm anteilen. Ey, du warst übel krass, komm bitte mal morgen vorbei, ne? Wir spielen ja mal Fußball. Ich muss einfach nur wieder ein bisschen reinkommen. Aber ja, meine Mama wartet nicht, gell? Also ich muss so langsam nach Hause. Ja, aber morgen sehen wir uns, gell? Freu okay, mich schon. Servus, ja, ciao, tschüss. Bis morgen. Ciao!
Jetzt sie ab! Oho, jetzt gibt's Ärger. Könnt ihr nicht aufpassen? Mann, die ganze Arbeit umsonst. Oh, es tut mir so leid. Pass halt besser auf, wie ein dummes Scheiß aufgebaut. Wenn du sowas nicht verstehst, zerschießt du es einfach, oder was? Das ist ja übertreib halt. Toll, ich muss hier alles nur mit dem Horn aufbauen. Hoffentlich klappt das nochmal. Es tut mir so leid, ehrlich. Mann, du bist echt komplett bescheuert, Mann. Du hast doch eh keine Ahnung. Lass es doch einfach in Ruhe. Oh, ist deine Mom dann sad, wenn ich den ersten Preis bei eurem Einstein-Wettbewerb? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Ja, Jungs, lass gehen. Kein Bock mehr auf die. Ja, lass mal raus. Ich muss schon was erledigen. Ich komme dann später, okay? Okay, passt. Könnt ihr euch irgendwie helfen beim Aufbauen oder so? Du, wieso denn? Findest du es nicht auch unglaublich lustig, dass unsere Arbeit umsonst war? Tolle Freunde hast du dir gesucht. Das war doch keine Absicht. Ich glaub, was meinst du denn, wie oft sowas unabsichtlich passiert? Immigration in the USA and about different groups of people which came in the country. Hallo meine Lieben, ich bin's Victoria. Entschuldigung. Gerne auch Vicky. Schulsprecherin, Leiterin der SMV und Gründerin unseres Schulradios. Außerdem habe ich letztes Jahr in unserem Schulstück die Julia gespielt. Ich wollte auf jeden Fall schon mal fragen, ob sich vielleicht irgendjemand freiwillig melden will, was beim Schulfest zu machen. Wir bräuchten auch niemanden, der das Gedicht vorliest. Jemanden, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Jemand aus der Oberstufe. So jemand wie mich, vielleicht. Aber egal, ich wollte trotzdem mal fragen, wie man den kleinen Part übernehmen möchte. Emilia, euch habe ich schon notiert. Wir würden gerne unser neues Projekt vorstellen, der Rest ist geheim. Okay, yeah. Und Mona, du? Wir machen eine Tanznummer, also wie immer halt. Okay, super. Und wie heißt du? Maria, ich hätte eine Idee wegen des Gedichts. Vielleicht wirst du sie dir einfach mal anschauen. Ich habe sie mal aufgeschrieben. Bist du dir da sicher? Ich meine, das ist schon eine große Verantwortung und auch eine große Aufgabe. Du bist ja auch nicht als Oberstufe. Egal, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ich werde alle Ideen berücksichtigen. Vielen Dank. Auch vielen Dank an die Herrschaftsdienste. Vielen Dank an euch alle. Keine anderen Vorschläge? Wiedersehen. Okay, okay, let's go on. Immigration. We talked about the different... Wir könnten Hip-Hop und Jazz-Dance kombinieren. Ich kenne ein paar nice Songs. Boah, cool. Das wäre mal was ganz anderes. Ja. Ich weiß ja nicht. Maria, was sagst du dazu? Bestimmt super. Ich bin auch dieses Jahr nicht dabei. Also, wenn das mit dem Gedicht klappt. So, ganz alleine? Ja, tut mir leid, wenn ich nicht mehr tanze. Das wird bestimmt trotzdem super. Aber wir machen es doch immer zusammen. Ja, und außerdem macht Tanzen noch viel mehr Spaß als so ein langweiliger Kack. Ich jetzt nicht. Spinnst du? Ist meine beste Freundin plötzlich zur Poetin geworden? Ja, so plötzlich ist es auch wieder nicht. Du weißt doch, das ist schon länger. Du wusstest ja nicht, dass du gleich mit dem Tanzen aufhören willst wegen dem Scheiß. Was genau machst du da eigentlich? Ich will einfach mal was Neues ausprobieren. Ich schreibe schon seit einiger Zeit Gedichte und Texte. Um meine eigene Interpretation vor Publikum vorzuführen, wäre echt eine riesen Chance für mich. Wäre schon cool, wenn das klappt. Du, als Rednerin, kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Das ist doch ultra peinlich. Das machen doch sonst nur die Leute aus der Oberstufe. Ja. Was ist denn daran peinlich? Ich tue ja so, als wäre das was Schlimmes oder so. Also ich an deiner Stelle würde es mir definitiv nochmal überlegen.
ich find's einfach nur schade. Naja, die Choreo wird trotzdem genial. Dafür brauchen wir dich ja nicht. Also, was für eine Musik wollen wir denn hernehmen? Hey Michi, gibt's eigentlich noch was Neues von gestern? Leider nicht. Ich glaub, sie wartet noch ab oder so. Um wen geht's denn hier? Um Maria, da läuft was. Aha. Haha, Bro, der schiss die Alte. Ah, nein. Das hat sie einfach noch nicht so ergeben. Ja, komm schon, jetzt oder nie? Ja, meinst du? Ja, vielleicht dann frag ich sie halt echt mal. Let's go! Aber warum müssen wir das nie alleine sitzen? Hey, Angst, Bro? Ja, wahrscheinlich. Hey, ich wollte fragen, ob du Lust hast, am Wochenende mit zu den Jungs zu kommen. Wir chillen da immer so bei mir. Und wenn du willst, können wir auch zur zweiten Film gucken oder so. Ehrlich gesagt, nein, Michi. Filme sind auch gar nicht so meins. Aber danke. Ja, kein Stress. Ich treffe dich einfach mit einer anderen Freundin. Wir wollten uns eh schon lange treffen. Okay, tschüss. Was war das denn jetzt? Das hat mich in Crush auf Maria. Das hätte ich jetzt echt nicht gecheckt. Naja, an ihrer Stelle hätte ich jetzt nicht nein gesagt. Bestimmt wollte er dich nur neidisch machen. Bestimmt. Ich muss los. Ich habe noch eine Verabredung später. Nächstes Wochenende? Mich einladen? Ich weiß nicht so recht. Ja, ich weiß auch echt nicht, was da los war. Vor allem Maria. Ich weiß echt nicht, was er an ihm findet. Ja, es ist echt scheiße von ihr. Die hat sich einfach so abgehoben. Echt, die hält sich total für was Besseres. Und jetzt will sie nichts mehr von uns wissen. Glaubt echt, dass sie ohne uns besser dran ist. Ja, das ist doch total peinlich. Ihr kriegt doch vor vielen Menschen einfach keinen Ton raus. Wisst ihr, was das Witzigste dran ist? Maria hat früher mega gestottert. Echt, die konnte noch nicht mal ihren eigenen Namen aussprechen. Maria. Die war sogar in Therapie. Ihr wisst nicht, wie peinlich das war. Wartet, ich hab sogar ein Video. Mein Name ist Maria und ich bin elf Jahre alt. Boah, es wäre so lustig, wenn alle es sehen könnten. Gute Idee, Vero. Wenn du es postest, haben wenigstens alle was zu lachen. Und sie wäre wenigstens berühmt. Ich muss los. Denkt an die Probe morgen. Ciao, Leute. A text and you had a listening about the Indian guest, and question number one was, what does he do in his conversation with the merchant? Kirsty. He wants to persuade him to come to India. Yeah, exactly. And how does he want to persuade him? Maria? So
so. Mr. Schuster? Ich mich ein wenig sagen kannst. Genau, Maria, lass es lieber. Es gibt hier Leute, die sich melden und die Antwort wissen. Und sie auch mitteilen können. Okay, qualities. Anybody else? Media. The Indian guest talks about diamonds and pearls in the southern sea. Exactly. Okay, that's the second part of the homework. You had to prepare a short talk about a chosen topic, and I'd like to hear it in the alphabetic order. So the first one is Maria, please. I'm sorry, Mr. Schuster, but I can't do this. Sit down. Okay, then let's go on. The next one, according to my list, is Andy. According to my list, Mr. Schuster, I haven't prepared anything. Great. Sit down, please. Okay, let's go on. Johannes, please. So today I want to talk about a very important topic in our society, about the gender gap. So, growing up as a boy in our society, Wieso hast du das gemacht? Was meinst du? Du weißt doch ganz genau, was ich meine. Die Sache mit dem Video? Ist mir so rausgerutscht, weißt du? Rausgerutscht? Wirklich? Tja, leider kann man sowas im Internet ganz schnell wieder löschen. Wir sind schon seit 7 Jahren befreundet. Das hätte ich dir niemals zugetraut. Tja, da siehst du mal, wie man sich in Menschen täuschen kann. Was habe ich dir denn so Schlimmes getan, dass du mich vor der ganzen Schule bloßstellen musst? Weißt du, ich habe dir eigentlich nicht viel zu sagen. Auf alle Fälle hast du jetzt, was du wolltest. Was? Ja, bist jetzt was ganz Besonderes. Ach, darum geht es dir also. Die Sache mit dem Fest? Weißt du, es ist mir ja egal, was du dir so ausdenkst. Aber brauchst ja nicht zu glauben, dass du mit uns, deinen Freundinnen, machen kannst, was du willst. Du drehst mir doch das Wort im Mund und das will ich doch gar nicht. Hat sich aber ganz anders angehört. Du stellst mich bloß, weil ich das erste Mal in meinem Leben etwas Eigenes auf die Beine stelle und dich dabei nicht um Erlaubnis gefragt habe. Du hältst dich doch einfach für was Besseres. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Fällt dir auf, wie sehr du dich verstellst, wenn es um deine Freundinnen geht? Wenn wir was zu zweit machen, dann ist es manchmal wie früher. Hör einfach auf mit deinem Gelaber. Ich habe keine Lust auf deine Gedichte, Moralpredigten oder sonst irgendwas. Wenn du dich blamieren willst, dann bitte. Aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Spinnst du? Lass mich einfach in Ruhe! Take this sinking boat.
den Beiträgen gar nicht drauf? Sieht wohl ganz so aus. Mach dir nichts draus. Vielleicht bist du auch einfach noch ein bisschen jung und der Direktor muss ja auch schauen, wer ins Programm passt. Naja, jedenfalls. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufgabe. Dankeschön. Vielleicht springt ja nächstes Jahr gerne Partie raus. Du, ich muss jetzt aber auch schon wieder los. Ich habe noch so viele Dinge zu tun. Tschüss! Was ist denn heute los mit dir? Ich weiß nicht. Irgendwie stehe ich heute ein bisschen auf der Leitung. Du Aaron, da ist was ganz Wichtiges, was ich noch erledigen muss. Ich muss jetzt eigentlich wirklich los, gell? Also es tut mir wirklich leid. Du kannst doch nicht mitten im Spiel abhauen. Oh ja, Mann! Das ist auch Maria! Hey! Ja, was gibt's? Hast du nicht Training oder so? Ja, eigentlich gerade schon. Und was machst du dann hier? Naja, ich wollte wirklich mit dir reden. Wieso denn? Naja, kann ich nicht einfach kurz mitkommen? Ich wollte mich entschuldigen, weißt du, für die Sachen die letzten Tage. Die Sachen? Ja, genau, dass die Jungs nicht so gemein waren. Aber das war eigentlich gar nicht so gemeint. Was ist denn dann gemeint? Ich hab doch genau gesehen, wie ihr euch das Video in der Pause in Dauerschleife angeschaut habt. Das hat euch doch sichtlich Spaß gemacht. Oder wie war es denn dann gemeint? Naja. Ich meine eigentlich gar nichts, aber ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich weiß gar nicht, wieso man große Sachen drauf gemacht wird. Das fällt dir jetzt ein? Ja, es tut mir leid. Aber weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche Menschen einfach irgendwie brauchen, um sich zu machen. Ich glaube, es hätte auch irgendwie jeden brauchen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es doch einfach an mir. Wie meinst du das? Ja, Mona ist ziemlich sichtlich sauer auf mich. Das ist ja echt kein Geheimnis mehr. Ach so, sie war es, die dafür gesorgt hat, dass das Video gepostet wird. Ja, sonst wusste das ja keiner. Sie ist meine beste Freundin und seit 7 Jahren gehen wir in die gleiche Klasse. Sie hat damals alles mitbekommen. Aber sie hat mich eigentlich immer damit unterstützt. Und jetzt? Ich glaube, wir haben uns einfach beide sehr verändert. Und dadurch ist unsere Freundschaft ziemlich in die Brüche gegangen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass es einfach so ist wie früher und dass sie akzeptieren kann, dass ich einfach mal mein eigenes Ding durchziehen will. Verstehe. Weißt du, an meiner alten Schule war ich auch immer dieser Weirdo, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Hast du deshalb Schule gewechselt? Ja, genau. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Das glaube ich dir. Hey, ich find's übrigens echt cool, dass du das jetzt durchziehst mit diesem Gedicht da. Bin ich echt mutig. Zu spät, das macht jetzt wer anderes. Aber nach der ganzen Aktion hätte ich mich wahrscheinlich eh wieder nur blamiert. Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, ich schreibe eigentlich selber so an Texten so, aber ich hab sie eigentlich nie so jemandem gezeigt. Echt? Willst du dann vielleicht mal über meine Gedichte schauen?
Ja, gerne. Oh, cool, danke. Wirklich nicht gut. Wir könnten Maria fragen, dann wird es bestimmt klappen. Nach der Aktion? Ich weiß ja nicht. Ihr habt schon recht, aber wir bräuchten sie eigentlich schon. Ja, nur für die Aufführung natürlich, ansonsten können sie uns gestohlen bleiben. Das kannst du laut sagen. Ja, finde ich gut. Meinetwegen. Aber die Bedingung dafür, dass wir sie wieder aufnehmen, wäre dann, dass ihr peinliches Dichtdings sein lässt. Da musst du weiter alleine rumhängen. Ey, findet ihr das Ganze nicht ein bisschen übertrieben? Was meinst du? Da ist sie, ich rück mal mit ihr. Okay. Ja. Hi! Es gibt... Wir hätten da ein Angebot für dich. Ja? Du lässt dieses Gedichtzeug. Ich meine, du und Gedichte, bisschen unrealistisch. Und dafür tanzt du wieder bei uns mit. Was sagst du dazu? Bitte was? Ja, wir verzeihen dir diesen Fehler. Und dafür hörst du jetzt wieder auf uns. Ich meine, wir sind doch Freundinnen. Freundinnen? Ist das jetzt ein Nein? Dass du jetzt auch noch vorgeschickt bist, um mit mir zu reden. Ihr spinnt doch echt alle. Was hat sie denn gesagt? Nichts! Shit, ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so übertreibt. Mir soll es recht sein. Ich meine, weil ein gut gemeinter Vorschlag der ist. Wer sowas ausschlägt, ist echt selbst schuld. Ja. Mit dem komischen Gedicht will ich sowieso nichts zu tun. Soll sie machen, was sie will. Ey, meinte ich, dass sie einfach noch wegen der Sache mit dem Video sauer ist? Ich meine, es war halt echt nicht cool von uns. Und wenn schon, jetzt hat sie sich zumindest ein zweites Mal klar gegen uns entschieden. Nicht unser Problem. Ja, ist so. Will noch irgendwer Bananenchips? Ja. Naja, ich glaube, das ist direkt der Chance. Die Lehrerkonferenz, nein, die hat noch kein neues Ergebnis gebracht. Das Jahresjubiläum wird jetzt jeden Tag näher, jedes Mal dasselbe Schmack, dasselbe, nein, es muss doch Alternativen geben, wirklich. Nein, das sind doch alle Kamellen, das können wir doch nicht machen, jedes Jahr, das wird ein Desaster. Wir können nicht immer dieselbe Leier, nein. Ich habe selber auch noch keine Idee. Leider. Ich weiß, ja. Wir müssen uns wohl noch gedulden. Wiedersehen. Mein Bleihammer. Manchmal möchte ich gerne mit Ihnen tauschen. Sag ich Ihnen schon. Sie überlegen gerade, ob Sie die Schraube rechts oder vielleicht links rum reindrehen oder vielleicht den Sicherungskasten oder Sicherung befreien. Oder vielleicht sogar eine Tür knarzt. Und ich trage die Verantwortung für diese ganze Schule, für diesen Festakt, wie wir dastehen, für unser Image zum 150-jährigen Jubiläum. Meine Güte, und wissen Sie was? Wenn jedes Jahr dieselbe Person dasselbe macht, dann kommt doch nichts dabei raus. Tun Sie das nicht auch? Was? Naja, ich wollte sagen, ich würde wirklich ungern mit Ihnen tauschen, Herr Direktor. So. Naja, aber wenn sich nur jemand melden wird von den Schülern. Sie meinen für den Vortrag? Ja, für den Vortrag. Es ist mir unvorstellbar, warum sich bis jetzt nur eine einzige Person gemeldet hat. Und wissen Sie wer? Victoria K.
Oberstufensprecherin. Na, die kann doch reden, oder? Ja, aber wie? Langweilig, immer das Gleiche. Die hat bloß ein großes Mundwerk, sonst nichts. Wir brauchen einen frischen Wind. Wir brauchen einfach mal was anderes. Einfach mal wen anderes als diese Victoria Hart. Ja. Was? Da fällt mir was ein. Haben Sie eine Idee? Hier. Sie? Ja, ich? Hier. Schauen Sie. Was ist das? Das habe ich hier beim Aufräumen gefunden. Da scheint jemand seine Idee verworfen zu haben. Ich meine, in den Müll geworfen zu haben. Im Müll? Ja. Die Maria aus der Zina, die will das Gedicht vertragen. Es gibt noch Engagement. Bleihammer, die will das Gedicht vertragen. Gut, nicht wahr? Wunderbar. Mal was anderes. Bleihammer, frischer Wind in diesen Morgen. Jawohl, Sie sind ein Genie. Ja, ich muss jetzt weg. Hallo! Entschuldigung, es tut mir leid, ich wollte gerade eh... Bist du nicht die Maria aus der 10a, nicht wahr? Ja, genau. Verstehe. Und du wolltest jetzt gerade zu mir, dass ich... Du hast ja, dir genau anders überlegt und ich soll nochmal über deinen Vortrag drüber schauen. Ja, deshalb war ich da. Ich wollte sie fragen, ob du dich melden sollst? Natürlich, junge Dame. Nicht so zögerlich. Also, so ein Engagement. Das gehört doch nicht in den Müll. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Naja, in den Müll habe ich die Idee aber nicht geworfen. Egal, steh dazu. Ich finde die Idee toll. Weißt, und wir brauchen frischen Wind in dieser Schule. Wir brauchen mal was Junges, was Engagiertes. Auf alle Fälle, du übernimmst den Vortrag. Dein Vortrag wird einfach allen Schülern und Eltern gefallen. Oh, vielen Dank. Ich freue mich wirklich riesig, das ist eine super Chance. Wissen Sie, ich dichte schon seit einiger Zeit und ich dachte mir, vielleicht... Du dichtest? Naja, also kurz und gut, herzlichen Glückwunsch. Mach das Beste draus und es ist was brauchst, denke ich, gell? Ja, vielen Dank. Tolle Idee. Dankeschön. Okay, let's finish this here. Please complete exercise 3B on page 86 until Monday. Fine. Have a nice weekend. See you on Monday. Hey, es gibt Neuigkeiten, die muss ich dir unbedingt erzählen. Hast du gerade Zeit? Naja, eigentlich ist gerade Fußballtraining. Ist es wichtig? Naja, wichtig. Ach, weißt du was? Ich geh einfach nicht hin. Hey, Aaron! Ja? Du, ich komm nicht zum Fußballtraining. Wieso das denn? Naja, ich habe halt was Wichtiges zu erledigen. Sorry. Wir brauchen dich echt im Sturm. Wir zählen auf dich, gell? Ja, ich weiß. Ja, wie du meinst. Na, was sind denn jetzt die besonderen Neuigkeiten? Breaking News, Mona entschuldigt dich und zeigt tiefste Reue. Nee, das leider nicht. Aber es ist was viel Besseres. Ich darf meine eigene Interpretation des Gedichts am Schulfest vortragen. Wow. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht, aber der Direktor ist mir am Gang entgegengekommen und hat mich gefragt, ob ich mein Gedicht vortragen will. Ich war so überrascht, aber ich freue mich so sehr. Aber irgendwie zweifle ich auch ein bisschen daran, dass er verstanden hat, was ich überhaupt möchte. Aber sicher, dieses Gedicht ist ihm doch so ultra wichtig. Vor allem für die 150 Jahre. Der wird schon wissen, was er tut. Das stimmt. Ich brauche aber auf jeden Fall deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja, klar. Ich bin geehrt. Na klar, wann geht's denn los? Wollen wir heute Nachmittag uns einfach in den Park setzen und zusammen ein bisschen am Gedicht schreiben? Ja, klar. Okay, perfekt. Dann wollen wir los? Ja. Yeah.
All of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sinks and brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only you, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Klartext, wie hat eure Freundin das gemacht? Was meinst du? Habt ihr das neue Plakat in der Aula noch nicht gesehen? Nee, wieso? Darauf steht, dass sie meinen Part übernimmt. Den ich die letzten Jahre bei Veranstaltungen immer gemacht habe. Was? Hat die sich jetzt auch noch beim Direktor eingeschleimt oder was? Also, ihr wusstet davon gar nichts? Nein, wir wollen doch mit der nichts mehr zu tun haben. Sie will nichts mehr mit uns zu tun haben. So rum eher. Aber ihr findet es auch komisch, dass sie einen so wichtigen Part übernehmen darf, oder? Ich meine, man hat von ihr noch nie was gehört, also diesen komischen Stotterübungen. Und überhaupt bin ich ja genau die Richtige. Ich habe das schon mal gemacht. Ich verstehe echt nicht, wieso sie jetzt ausgewählt wurde so plötzlich. Wahrscheinlich wegen dem Neuen. Mit dem hängt die doch jetzt immer rum. Schaut mal, wer da sitzt. Ganz sicher zwei gefunden. Stimmt, dieser Lukas ist echt ein schlechter Einfluss. Wahrscheinlich hetzt er sie die ganze Zeit gegen uns auf. Der Neue also? Sehr interessant. Krass, dass so ein Mädel so einen Einfluss auf sie haben kann. Naja, soll sie machen, was sie will. Wenn sie sich blamiert, sind wir nicht schuld. Okay, Mädels, danke, dass ich mich auf euch immer noch verlassen kann. Tschüss, ihr Lieben. So eine Übermotivierte. You know we're sharing times under some weary skies. Forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. Na Maria, wie läuft's mit dem Dichterkram? Gut. Ich habe gehört, du darfst den Vortrag halten? Ja. Wie kam's denn dazu? Der Direktor findet meine Idee gut. So? Wirklich? Ja, wirklich. Und wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich hab zu tun. So rally all of your friends, cause they are fleets. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. Hey, Maria macht sich ja echt lächerlich. Ja, bin juckt. Ja, true. Jungs, ich glaube, ich kann euch bald meine neue Freundin vorstellen. Toni aus der 10. Ja, am Wochenende treffen wir uns zur Filmshow und mal schauen, was okay. Not bad, not bad. Aber was war eigentlich nochmal mit dem Fußballturnier? Ja, das Training wird immer härter und der Trainer nervt halt schon rum. Ja. Ah ja, aber wir holen uns trotzdem den Pokal. Meinst du echt, du hast eine Chance gegen das Georg Friedrich genauso? Ey, der Kapitän von denen ist doch Emil. Der ist nur drin, weil sein Vater der Trainer ist. Echt so. Und unsere Mannschaft ist richtig gut. Bis auf, wenn man vom Teufel. Hi, Luca. Hi, Leute. Ja, ich muss ja das vom Trainer ausrichten. Oh je, wegen dem letzten Training, das ich so kurzfristig abgesagt habe. Ja, nee, nicht deswegen. Du bist für die nächsten Turniere gestrichen, was du dazu auch geschwänzt hast. Oh. Ja, du musst halt schon regelmäßig kommen, wenn du dabei sein willst. Ja, schade, Mann. Vielleicht kannst du wieder kommen, dann gibt dir der Trainer nochmal eine Chance. Nee, das wäre ja auch echt nicht fair von mir. Das bist du aus. Ja. Juckt dich ja anscheinend nicht. Nein, so würde ich es nicht sagen. Naja, also wir müssen jetzt nicht den Neuen überreden, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall. It's just the same things that I don't know. It's just the same things. It's the same. Thank you.
chillen hier oben. War eine gute Idee, hochzukommen. Oh ja, finde ich auch. Ich habe echt alles dabei, was wir brauchen. Das sehe ich sogar. Muffins hast du gedacht. Willst du? Heute muss echt alles fertig werden. Was ist? Wollen wir runtergehen und anfangen? Na klar. Wieder Nachrichten über mich. Ach, mach dir doch nichts draus. Lass doch heute diese Party bei Mona. Die halbe Schule ist dort, aber ich bin natürlich nicht eingeladen. Naja, wenn es dich interessiert, ich gehöre auch nicht zu den Eingeweihten. Aber wenn sich alle treffen, dann machen sie sich bestimmt wieder über mich lustig. Und mich wird's jetzt auch nicht wundern, wenn Mona wieder irgendeine Scheiße über mich erzählt, die überhaupt nicht stimmt. Aber das zeigt doch erst recht, dass du mir nicht egal bist, sonst hättest du es doch nicht nötig, dich so fertig zu machen. Ja, eigentlich stört's mich ja nicht, was sie über mich sagt. Das Schlimmste ist, dass sie sich so sehr von mir distanziert. Ich kann mich überhaupt nicht mehr mit ihr unterhalten. Von ihr kommt höchstens mal ein dummer Kommentar. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber diese Distanz hat es doch ermöglicht, du selbst zu sein. Du hast recht. Das Schöne daran, nicht zu den Coolen zu gehören, ist, dass man eigentlich machen kann, was man will. Es juckt wirklich niemanden. Irgendwie ist das doch Freiheit, oder? Irgendwie schon. Komm, lass uns weitermachen. Ja. Stottern? Ach, das wird doch schon nicht passieren. Habe
ich könnte doch auch einfach das alte Gedicht vortragen. Ich meine, da kann ich nicht so viel falsch machen. Aber das ist doch immer dieselbe Leier, immer dieses selbe Gedicht. Vertrau mir, das wird schon. Zeig doch, was du draus gemacht hast. Ich merke mir das alte Gedicht zumindest mal. Zur Sicherheit. Hallo! Na, wie war es in der Schule? Hast du die Probe? Ja, gut. Ich bin echt gespannt, wie es morgen geht. Ich auch. Und wie geht's Maria? Boah, die war heute ein bisschen nervös. Ich bin schon echt gespannt, wie es morgen geht. Das wird schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du Mama, ich muss dir noch was erzählen. Hast du vielleicht heute irgendwo mein Handy hier liegen sehen? Weil ich habe es die ganze Zeit auf dem Rückweg gesucht und ich es nicht gefunden wurde. Also es ist mir heute nicht aufgefallen. Hast du ganz sicher schon überall geschaut? Ja, überall. Dann rufen wir es am besten mal an. Philipp Aumeler? Ja. Maria Bäumler? Maria? Ist nicht da. Oh, dann muss ich jetzt ins Sekretariat und das abklären. Ich muss ja schauen, was da los ist. Ihr anderen solltet hier vielleicht mal aufräumen, die Stühle richtig hinstellen, vielleicht ein bisschen kehren. Die Gäste kommen in circa einer Stunde und bis dahin sollte alles fertig sein. Vielleicht kommen noch ein paar ein bisschen früher. Tschüss, ihr Lieben! Nee, aber sie würden doch noch nicht mal ans Handy gehen, wenn wir sie anrufen würden. Eine kurze Nachricht. Wieso schreibst du ihr nicht einfach? Ihr seid doch Best Buddies. Ja, ich habe mein Handy verloren. Aber danke für die Erinnerung. Ich geh's mal. Ich hoffe, du reichst sie. Das war echt Hammer gestern. Aber die Aktion von Paul durch die Mitte zur Spone zu stoppen, ja, ja. Das war geil. Michi, hast du vielleicht mein Handy gesehen? Nee, sorry, gar nichts gesehen. Sorry. Aber viel Glück. Natürlich, ja, vielleicht erst morgen. Vielleicht erst morgen. Ja, danke. Wiederhören. Hallo, Herr Direktor. Ich habe Ihnen was ganz Furchtbares mitzuteilen. Ja. Maria ist heute einfach nicht aufgetaucht. Maria? Die Maria, die nachher unseren Festakt mit unserem fantastischen Licht krönen soll? Ja, genau. Haben Sie vielleicht einen Plan B? Das ist wirklich schlimm. Naja, also es fällt mir schwer, aber in Anbetracht der Tatsachen
muss wohl jemand für sie einspringen. Wir können doch nicht unsere Gäste enttäuschen. Und was wäre das für das Image der Schule? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es ist wirklich schrecklich, wenn Schüler so unzuverlässig sind. Das stimmt. Deswegen wirst du die Rede halten. Du hast doch was vorbereitet, oder? Ja, selbstverständlich. Sie können mir da wirklich vertrauen. Nun ja, dann wäre das ja geklärt. Bereite alles vor. Die Gäste und Schüler treffen gleich ein. Ja? Fantastisch. Auf ja. Wiedersehen. Mein Handy. Das ist seit gestern irgendwie verschwunden. Hm, komisch. Beim Aufräumen habe ich nichts bermerkt. Vielleicht ist es in der Fundgrube. Wenn ich was für das sehe, sage ich dir Bescheid. Okay, vielen Dank. Hier drin ist es nicht. Ach, ich schaue einfach nochmal in den Klassenzimmer. Andi, alles klar? Ja, ja. Ich glaube, da braucht jemand deine Hilfe. Lukas? Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, mein Handy ist irgendwie verschwunden. Ja, dein Handy ist verschwunden? Ja, genau. Hast du schon überall gesucht? Ja, überall. Sogar an Orten, wo ich eigentlich gar nicht mal war. Hm. Komisch. Du, mir fällt da was ein. Gestern, da habe ich Vicky gesehen, wie sie bei euren Sachen rumgestöbert hat. Ich dachte, sie hat irgendwas verlegt von sich, aber nachdem jetzt was fehlt, wäre ich mir nicht so sicher. Das würde sogar passen. Das lassen wir nicht versauen. Die stelle ich jetzt zur Regel. Wenn du willst, komme ich mit, dann können wir das gemeinsam klären. Ja, okay, klar. Ah, du kannst dein Handy haben, wegen Maria. Das hängt sicher irgendwie zusammen und die ist ja jetzt nicht da, so da muss ich echt rausfinden. Na klar, was da los ist. Ja. Okay. Oh, danke. Hallo? Maria, hallo? Wer ist da? Lukas, bist du's? Ja, ich bin's. Wieso rufst du mich von Andis Handy aus an? Maria, bist du zu Hause? Wo steckst du? Zu Hause? Du hattest recht. Und was hatte ich denn recht? Naja, dass das Ganze keine gute Idee ist. Hättest es mir aber auch schon eher sagen können, als einen Nachmittag vor dem Fest. Maria, ich hatte mein Handy gestern nicht. Du brauchst dich jetzt nicht rausreden. Das war doch alles nur eine blöde Idee. Maria, du verstehst es nicht. Egal, was für Nachrichten du gestern von meinem Handy bekommen hast, von mir waren die nicht. Seit gestern ist mein Handy verschwunden. Was? Ja, genau. Und ich habe schon einen Verdacht, wo es stecken könnte. Ja, und wo? Naja, Andi hat gestern beobachtet. Das heißt, es war nicht du, der mir gestern geschrieben hat, dass ich lieber daheim bleiben soll, sondern Victoria? Ja, genau. Ich war Maria, zu Hause bleiben. Glaubst du wirklich, ich glaube nicht an dich? Weiß nicht. Ich denke, ich glaube selbst nicht so ganz an mich. Dazu gibt es doch keinen Grund, ehrlich. Ich hoffe mal, du hast recht. Heißt das, du kommst jetzt? Ja, warte mal. Vorausgesetzt, ich schaff's überhaupt noch. Ja, das ist bestimmt so. Ganz am Ende. Wenn du dich beeilst, schaffen wir das. Oh, Scheiße. Es kommt kein Bus in der nächsten halben Stunde bis zur Schule. Es ist echt ziemlich weit. Fahrrad? Ja, ist wohl.
die einzige Möglichkeit. Ja, beeil dich. Willkommen, liebe Gäste, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich darf Sie als Schülersprecherin ganz herzlich zu unserem festlichen Festakt zum Anlass des 150-jährigen Bestehen unseres Friedrich-Schiller-Gymnasiums begrüßen. Lange hat unsere Schule auf diesen Tag hingefiebert und nun ist es soweit. Wir möchten Ihnen präsentieren, was unsere Schule ausmacht, wofür wir stehen und was uns verbindet. Dazu wird unser Direktor nun ein paar Worte sagen. Sehr verehrtes Publikum, ich bin sehr stolz, Direktor an dieser großartigen Schule zu sein und hier unterrichten zu dürfen. In den heutigen Zeiten ist es besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen eben nicht nur Wissen, sondern auch den Verstand zu schulen. Das eigene Urteilsvermögen ist dabei die Kernkompetenz, die wir weitergeben wollen. Als Schule für Toleranz tolerieren wir auf keinen Fall. Wir dulden keine Verschlossenheit gegenüber Meinungen. Nun ja, außer diese sind nun offenbar wir offen. Ich begrüße sehr herzlich Frau Oberbürgermeisterin Mal Schwarzfischer und freue mich auf Ihr Grußwort, das sie jetzt an uns richten wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jubiläumsgäste, für mein Grußwort zum heutigen 150-jährigen Jubiläum des Schiller-Gymnasiums der Stadt Regensburg leihe ich mir ein Zitat des Namensgebers der Schule, Friedrich Schiller. Wer etwas Großes leisten will, muss tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Lehrerinnen und Lehrern, Pädagogen und weiteren Mitarbeitern bedanken und ich wünsche dieser Schule, dass sie auch in Zukunft in diesem Geiste weiter junge Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet und unterstützt, einen guten Weg in unsere Gesellschaft zu finden. Herzlichen Dank. Wir, die Gewinner des Preises für Nachwuchsingenieure, möchten euch nun unsere geniale Erfindung vorstellen. Ein autonom fahrendes Auto. Es ist mit einem LiDAR ausgestattet, eine sensationelle Erfindung der Technik. Und wir hatten die Ehre, dieses Prachtstück in unser Baby einzubauen. Damit war es uns möglich, eine virtuelle 3D-Sicht der Umgebung herzustellen und mit einem aufwendigen Verfahren zu verarbeiten. Wow! Mies cool! Wo steckst du?
Kommen wir nun zum letzten und schönsten Programmpunkt für diesen Abend. Unser traditionelles Gedicht ist wie jedes Jahr von einem sehr besonderen Schüler vorgetragen. Rednerin dieses Jahr etwas unzuverlässig und deswegen nicht hier. Aber Gott sei Dank bin ich da. Ich habe das Gedicht natürlich auch auswendig gelernt. Also. Freundschaft schöner Götterfunken, erlosch hier im Gymnasium, bin betroffen und versunken, beinahe im Delirium. Denn der Zauber ist verloren, du hast uns mit Schwert geteilt, und ich weiß, ich hätt geschworen, auf uns in alle Ewigkeit. Wie wir auf der Wiese lagen, hinterm Haus im Sonnenschein, halfen uns mit Hausaufgaben und beim Ich will Tarzan sein. Springseil, spring, Gummitwist, ja, ich denk so oft daran. Zwischen Zwietracht, Zank und Zwist, was das für schöne Zeiten waren. Freundschaft heißt die starke Feder, die ich hier nur nicht mehr spür. Freunde, Freundschaft treibt die Räder, doch nicht durch geschlossene Tür. Treibt das Floß den Bach hinunter, was wir waren, scheint lange her. Wann wird die Welt nur wieder bunter? Wann erscheint ein Licht im Meer? Ich weiß auch, dass manches endet. Kann der Docht nicht ewig brennen? Doch wünsche ich, dass das Blatt sich wendet. Ich glaub, ich will vorwärts rennen. Und das wünsche ich auch für dich, denn Groll und Rache stehen uns nicht. Ja, wirklich, es war du und ich. Doch hier endet das Gedicht. Freundschaft schöner Götterfunken blüht bereits im kleinen Wort. Nein, ich bin noch nicht versunken. Und die Räder fahren fort.
Mann, jetzt können wir alles nochmal von vorne aufbauen. Mann, und das war... Die ganze Arbeit war umsonst. Okay, nochmal. Okay, let's go on. So today I want to talk about a very important topic in our society, about the gender game again. So growing up as a boy in our society, I never came in contact with situations where Tag, das ist alles okay. Ich mach's jetzt aber nochmal.